Zentral oder Kopf? Kopf. Okay, wenn wir das spielen. Ich fange ja in der Ball. Jo. Auf geht's, Männer! Auf geht's! Nicht gut! Die Wucht!
Schön, doch da hinten. Hallo zusammen, ja, heute Auswärtsspiel in Weer, Sonntagsspiel. Weer verdient gewonnen, wir müssen 1-0 in Führung gehen, Penalty verschossen und dann nahm alles seinen Lauf. Gratuliere Weer nochmal. Interview mit dem Pascal Lindemann nach dem Spiel gegen den VfB Waldshut. Ihr habt gewonnen, erzähl. Ja, war ein brutales Spiel. Wir haben die ganze Woche richtig hart trainiert. Mit angefangen, dreimal zu trainieren, weil wir ja schon ein bisschen hinten reingerutscht sind. Und wir wussten eigentlich, haben wir nichts zu verlieren hier gegen Waldshut. Die haben brutale Qualität, gerade vorne. Und ja, wir haben gekämpft. Ich glaube, man hat es gesehen, in jedem Zweikampf, in jedem Ball haben wir uns reingeworfen. Und im Endeffekt auch, ja, verdient gewonnen. Ja, am Anfang war natürlich das Wetter. VfB hat Chance gehabt, aber Pascal Lindemann im Tor von der SGW Brennet. Ihr macht die Tore, 2-0 natürlich. War so ein Nackenschlag, aber du hast natürlich rausgeholt, was noch geht. Ja, es lief heute. Ich war ja die letzten Wochen verletzt. Ich war die ganze Zeit so heiß auf das Spiel. Und ja, ich glaube, ja, darf man auch mal sagen, dass man das auch einfach mal gut gemacht hat. Heute hat irgendwie alles geklappt, egal ob vorne oder hinten. Aber wie gesagt, das sind solche Spiele, wo man einfach als Team mit der Mentalität gewinnt und dann fischt man halt den einen oder anderen doch noch irgendwie, den man vielleicht sonst nicht bekommen würde. Passt einfach alles. Okay, du, ich danke dir und dennoch recht gute Restrunde. Danke.